weiteren Folge Real Farming Alice 19 meets Reality hier auf der Grünfelder Land. Ich fahre gerade noch den letzten Rest Stroh ab. Sunny ist da hinten am Ansäen Soja auf unserem Feld. Das haben wir aber nur gepachtet. Und deshalb verkaufe ich auch gleich das Stroh noch, dass das weg ist hier. Und dann haben wir da noch ein bisschen Hafer im Anhänger, den verkaufen wir auch noch. Und dann müssen wir mal so ein bisschen kalkulieren. Also warte mal, ich wollte den Jürgen noch anrufen, dann fahre ich gerade mal rechts ran. Muss mal gerade gucken. Kartonproduktion. Wasser. Wo kriege ich denn Wasser her? Ich kann mal anrufen. Nee, wir können durch. Hallo? Hallo, Jürgen. Ja. Ich habe gerade ein Problem. Welches? Wo kriege ich denn Wasser her? Meine Kartonproduktion bräuchte Wasser. Warte mal kurz. Aus dem Wasserwerk. So, ist das schon verkauft? Können Sie mal den Richter anrufen? Den Müller anrufen, den vom Gemeinderat. Den Neumann oder Müller? Nee, den Müller, der sollte das nämlich eigentlich organisieren. Ah, okay. Kann ich machen. Was ist denn mit den Tankstellen? Die sind leer. Wollte ich eben mal was in mein Pfand rein tanken? Ging nix, war leer. Ja, musste befüllen. Ja, aber keinen Auftrag bekommen von der Stadt. Ja, du willst ja Geld verdienen. Ja, wenn ich aber nichts bekomme, am Ende wird mir hier der Diesel geklaut. Ja, da musst du halt drauf achten. Ja, aber der Stadt der Tankstelle, soll ich die Stadt einfach berechnen, das Zeug da? Dann machst du die einmal voll, berechne der Stadt das. Kannst du ja auch machen. Ja, jetzt sagt der Müller Bescheid. Okay. Jo, mach mal. Jo, ciao. Tschö. So, den lasse ich gerade mal hier stehen, den Anhänger. Den kann ja vielleicht der Sunny nachher mitnehmen. Vielleicht kann der uns den nachher wegfahren. Sunny? Ja? Kannst du nachher den Ladewagen mit hochnehmen zum Händler? Mache ich. Subi, danke. Ich bin noch mal weg, muss noch ein bisschen Hafer verkaufen. Alles klar. Tschö. Ja. Albert, ja. Wo steckst du denn? Ich fahre das Auto gerade hoch zum Händler. Ich schätze lassen. Ah ja, okay. Gut, also für das Waldstück würden wir 85.000 kriegen. So, warte, ich fahre mal rechts ran. Mit Auto und Traktor nochmal ungefähr 70.000 bis 80.000. Und ich verkaufe jetzt noch den restlichen Hafer. Werden auch nochmal so 20.000 sein. Oh, nee. Oh. Ah. Jetzt 122 habe ich mal gebaut. Ja, irgendwas Kleines. 106.
Ja, auch schon. Stimmt, wir müssen noch Tiefen lockern. Darf man nicht vergessen. Mach ich gleich, wenn ich durch bin mit Verkaufen. Alle Stränge reißen, wenn wir uns so ein Feld holen, müssen wir halt mal gucken, ob die Stadt sich darauf einlässt. Hier mit einem Ratenkredit, das kann dann, das wird ja schnell abbezahlt bei jeder Ernte. Ne? Ja, ich habe aber auch so, wir haben so auch noch einen Kredit offen. Von knapp 120.000, bisschen mehr. Und nochmal 37 an den Neumann. Also 150.000 Kredit müssen wir auch noch sowieso noch abzahlen. Knapp 160 sogar. Weiß gar nicht, müsste bald wieder die nächste Rate kommen. Könnte ich gerade mal anrufen, fragen, wann die nächste fällig ist. Oh ne, warte mal. Und wird schon mal egal. In Polzen wäre es ja ein neues Feld, ne? Ja, irgendwie schon. Volker Varuna, hallo? Hallo Herr Varuna, der Herr... Was war denn das? War ich gerade irgendwie, habe ich gerade eine Tiefschlafphase gehabt? War die Software, war ein Softwarefehler, ja. Egal. So, bitte weiter. Also, der Herr Razex hat mich angerufen und zu ihm irgendwas vom Wasserwerken gesagt. Der hat sie angerufen. Angerufen. Und ich sollte sie zurückrufen. Mich? Nö. Komisch. Naja, auf jeden Fall, irgendwas ging es um Wasserwerke. Naja, auf jeden Fall, ich hab's der Polizei bereits gesagt. Nur die will noch nicht so richtig ganz. Die will das irgendwann nochmal später, wollen die das nochmal mit mir in ganzer Ruhe durchgehen. Ich hab mal eine Frage, wo ist denn das Wasserwerk? Können Sie mir da mal eine Lage beschreiben? Weil ich finde das irgendwie nicht. Oben beim See. Ah, lol. War das zu blöd zu finden? Ganz oben rechts. Ganz, ach so, ganz, ganz oben rechts. Ja. Ach, da! Danke. Danke Ihnen für die Info und haben Sie einen schönen Tag. Jupp, ebenso. Tschüss. Jetzt den... Oder er ruft mich an. Hallo, hier ist der Neumann. Hallo, Jürgen. Neumann, Marlon. Ja, SMS, hast du darauf reagiert, dachte ich, rufe ich selber an. Du, wann ist denn die nächste Rate vom Kredit fällig? Ich mach das nächste Woche. Muss ich dann 2 Wochen bezahlen? Nein, nur eine Woche. Ich würde aber gern trotzdem jetzt schon bezahlen. Jetzt habe ich gerade Geld, weißt du? Ja, ja. Wie viel wären's denn? Letztes Mal war eine Abschlagszahlung von 6.500. Ja. Dann würde ich einfach nochmal überweisen. 6.500, jo. Ups, das ist ja. Gut, mach ich gleich. Gut. Eine Sache noch. Wir haben jetzt erstmal den ganzen... den ganzen Hof von Harry beschlagnahmt. Oh, okay. Da halt der Verdacht immer größer wird. Ja, und... Wo kommt denn das Geld her? Von der Mafia, oder wie? Muss anscheinend irgendwo herkommen. Von der Mafia, ja. Heftig, so viel Geld. Wie viel ist es denn überhaupt? Ich weiß ja gar nicht. Das müssen über 3 Millionen sein. Wie viel? Über 3 Millionen. Also wie viel er insgesamt hat? Also das weiß ich noch nicht genau, das habe ich noch nicht genau ausgerechnet. Aber ja, okay, er hat ja aber von Schwatzing auch was mitgekriegt. Ja, genau. Ich glaube, da waren es aber so um die 2. Um die 2, ja, ich
rechne das alles nochmal durch und dann bringe ich das zur Polizei. Okay. Der. Moment. Hast du schon überwiesen? Nee, noch nicht. Ich bin ja gerade im Traktor unterwegs. Da war ein Schild im Weg. Ach, was mache ich denn hier? Ich bin verwirrt. Kam von der Straße ab. Da ist ein Schild. Hat dran glauben müssen. Ich überweise gleich, wenn ich zu Hause bin. Jo. Gut. Jo, das war's, glaube ich. Danke, tschüss. Jo, tschüss. Ja, aber ich muss jetzt ganz schön zum Hofer. Gerade dann überlegen, was wir tun können. Folge war Uno, hallo. Hallo. Hi. Du hast ja den Osterballen gefunden. Ja, stimmt. Herzlichen Glückwunsch, 20.000. Ja, mei, das lohnt sich ja. Ja, mei, da kriegst du ordentlich wieder Geld, ne? Ja. Na, das freut mich. Na, glaube ich. Willst du dein Land eigentlich verkaufen? Ah, ja, 85.000 ist ein bisschen wenig, ne? Ja. Ich weiß nicht, wie viel. Hast du überhaupt schon was mit der Fahrschule eingenommen oder so? Nee. Nur vom Richter damals, glaube ich. Der hat einen Führerschein gemacht. Dann holst doch den Wald noch ab, dann kriegst du noch ein bisschen Geld aus den Bäumen da raus und dann verkaufst den dann. Das wäre eine Idee. Also warte, ich muss kurz 6.500 überweisen. Ich habe gerade einen Großauftrag reinbekommen. Von wem? Von der Polizei und vom Neumann. Beim Harry wurde alles beschlagnahmt. Und jetzt? Musst du alles weg zur Polizei bringen, oder was? Alles zum Bauhof runter. Und zum Bauhof? Weil die Polizei nicht genug Platz hat wohl. Aber die haben hinten dran doch extra einen Platz. Ja. Das ist nicht groß genug für die Fahrzeuge. Oh, okay. Ziemlich viel da oben. Ich befülle übrigens die Tankstellen jetzt, ne? Ich bin jetzt auf dem Weg darüber zu den Tankstellen. Jo. Oh. Okay. Ich bin nämlich am Überlegen, ob ich eigentlich noch ein Feld kaufen sollte. Also es wäre halt aus in unserer Situation gerade am besten. Ja. Du kannst du auf dem Weg von deinem Hof zum Händler, zum Harry, den 1300 Fiat bei mir mitnehmen? Der müsste zum Händler, um geschätzt zu werden. Steht der beim Harry? Nee, der steht bei mir unten am Feld. Den kann ich mitnehmen, bestimmt, ja. Eine 120 steht der. 120. Der müsste zum Händler und geschätzt werden. Ich sag dem Händler aber auch Bescheid. Jo, komm rein. Gut, dann machen wir das so. Jo. Danke, tschüss. Jo. Das ist verständlich. Hallo, Lukas Müller am Apparat. Ja, Herr Müller, ich hätte hier noch, erinnern Sie sich an den 1300 Fiat? Nee, gell? Ich hab da nämlich so ein gutes, altes Stück. Gut? Ja, ja, okay, wenn er gut gepflegt ist. Der ist super in Schuss. Der hat, gerade seit der Restaurierung hat er eine Arbeitsstunde. Och, das ist ja minimal. Ja. Ja. Der Jürgen würde den zu Ihnen hochfahren. Ja. Könnten Sie da mal eine Schätzung machen, was der noch bringt? Jo, könnte ich machen. Okay.
Gut. Gut, und ich habe gehört, ihren VW wollen sie auch ein Angebot haben. Jep, das wäre ganz sehr nett. Am Ausmisten? Ja, eventuell, wir müssen uns ein bisschen verändern, glaube ich. Ach so. Mehr so auf Landwirtschaft und Auto verkaufen und sowas. Ja, weil ja. Auto verkaufen ja auch viel mit Landwirtschaft zu tun hat, ne? Ja, dass sie da sich mehr auf die Landwirtschaft konzentrieren können, dass sie sich einen zweiten Traktor leisten können, was ja mehr bringt bei zwei Personen als ein Auto. So ist es eventuell. Jo, Wollt ihr hier stehen bleiben, Herr Müller? Gut, bis dann mal. Oh, tschüss. Nee, ich kenne vor. Achso. Jo. Herr Müller. So, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, schaut gerne morgen wieder rein bei der nächsten Folge Real Farming LS19 meets Reality. Haut rein, bis dann. Tschüss.